Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prüsterchen. Schmeckt wunderbar. Ja, der große Becher von Jens ist noch nicht zum Einsatz gekommen, aber das wird in Kürze passieren. Er wird noch leiden unter meinem Genuss, diesen Kaffee aus ihm zu entnehmen. Ja, Freunde, ich habe auf jeden Fall hier weitere erfreuliche Nachrichten. Heute ist ja die Auflösung von dem Gewinnspiel. Darüber hinaus haben wir noch die Nachricht. Vielen lieben Dank an euch alle natürlich. Und natürlich an diejenigen, die frisch dazugekommen sind. Herzlich willkommen an dieser Stelle erneut von mir, weil die Neuen sind es vielleicht nicht gewohnt, so ein Willkommensgespräch bzw. Begrüßung hier an dieser Stelle entgegenzunehmen. Wir haben faktisch kurz davor, die 5000 Abonnenten zu erreichen. 4993 waren es vor 10 Minuten ungefähr. Vielleicht hat sich schon wieder einer dazu begeben. Auf jeden Fall recht herzlich willkommen im Club der Hobbyschrauber. Ja, was habe ich bekommen? Erfreuliche Nachrichten, hatte ich ja gesagt, abgesehen natürlich von dem Gewinnspiel, wo jetzt hier gleich aufgelöst wird, wer von den über 200 Teilnehmern gewinnen wird. Ich werde das gleich mit dem Handy alles zeigen. Darüber hinaus hatte ich auf jeden Fall ja gesagt, dass GB Tuning von der Höhle der Löwen mit mir in Kontakt getreten ist. Ihr wisst, das Video hier oben, alles ist besprochen, alles ist erzählt meinerseits. Und ich hatte ja gesagt, wir werden das Produkt erneut testen. Das wird jetzt in Kürze passieren. Ich habe von GB Tuning natürlich ein paar Päckchen zur Verfügung gestellt bekommen. Diese könnt ihr auch gewinnen, Freunde. Und wir werden schauen, wie wir das deichseln, weil es ist ja nicht für jedes Modell geeignet, wie man es kennt. Deswegen hier ja auch die Geschichte mit A und der Farbe. Und dann geht das hier weiter. Ihr seht, die Farben sind alle unterschiedlich. Und dann geht das bis zu den Buchstaben E. Und wir werden auf jeden Fall schauen, wie wir das am schönsten, am besten, am tollsten deichseln, um natürlich die Sachen rauszukloppen. Ich finde auf jeden Fall, das ist eine tolle Reaktion von GB Tuning, hier an dieser Stelle mir diese Pakete zur Verfügung zu stellen, die ich dann euch natürlich weitergeben kann. Ob ihr es anwendet, ob ihr es benutzt, ob ihr erstmal probieren wollt, ist euch überlassen. Ich werde auf jeden Fall mit dem Golf von meinem Bruder nochmal ein Video zeigen, wo es funktioniert. Und wir werden diese ganze Sache natürlich, was die Belastung alles angeht, vielen Dank nochmal für euer Feedback. Alle haben wirklich tolle Beiträge dazu geschrieben. Der eine hat natürlich gesagt, oh, wir geben dem lieben netten Christoph noch eine Chance. Der andere, schlechtes Produkt, bleibt schlechtes Produkt. Ich persönlich finde, alle Meinungen sind natürlich hier gerecht und sollten auch erwähnt werden. Dennoch möchte ich der Firma die Chance geben, das aktuelle Produkt mit ein paar Zusätzen nochmal hier vorzustellen, wo es natürlich dann funktioniert. Wir werden aber alles, wie gesagt, beobachten und schauen, ob die Belastung auf die Träger etc., wie schon von vielen erwähnt, ob da eine Belastung stattfindet. Vielen Dank auf jeden Fall, es sind viele Daumen hoch gewesen, boah, hat mich richtig gewundert und natürlich auch sehr, sehr viele Kommentare. Und zu dem Thema Kommentare, Freunde, ich bin, wie ihr hören könnt, ich bin auch gerade erkältet, aber richtig und ist dem Wetter zu verdanken. Auf jeden Fall habt bitte Nachsicht, wenn ich jetzt ein bisschen verzögert auf die Antworten, auf euch eure Kommentare antworte. Ich bin wirklich, manchmal stehe ich vorm Rechner und kriege kein Wort mehr zusammen. Das ist einfach, es drückt so sehr, Nasen, Nebenhöhlen, alles zu. Bin auf jeden Fall dabei, mich ja an dieser Stelle wieder aufzurappeln. Dennoch möchte ich das Gewinnspiel hier heute ja beenden. Gestern um 12 Uhr hatte ich ja gesagt, ist das Gewinnspiel vorbei. Heute ist Samstag. Heute werden die zwei Gewinner, die diesen 12 Volt Kompressor von der Firma DB Power, vielen Dank nochmal, dass diese Produkte zur Verfügung gestellt wurden, verlosen an euch, Freunde. Und ich werde jetzt hier parallel das Bild dazu einblenden, wo ich die Verlosung wirklich ganz legitim, jeder hat die Chance hier zu gewinnen. Wir werden per Zufallsgenerator die ganze Geschichte in Angriff nehmen, sodass auch wirklich die Chance nicht an mir liegt, sondern an dem Zufall, wie es schon der Zufall sagt, Zufallsgenerator sagt. Ja, ich werde jetzt hier an dieser Stelle natürlich die Aufnahme starten, das heißt, wenn das mal jetzt funktioniert, einen Moment, so, 3, 2, 1, hopp, so, jetzt funktioniert es natürlich nicht, nochmal, 3, 2, 1, so, 3, 2, 1, Bild hier am Rand, so, machen wir es hier. Auf jeden Fall habe ich hier schon einiges aufgerufen und ich hoffe, wir können jetzt mal zusammen schauen. Hier habe ich die Excel-Liste, Freunde, wie ihr sehen könnt, viele, viele Minuten, wollte ich schon sagen. Ja, gut 2 Stunden hat es gedauert, die ganzen Sachen zu filtern, zu gucken, sind Namen doppelt etc. Vielen Dank an meine bessere Hälfte an dieser Stelle für die Mithilfe. Und ja, ich scroll einfach, damit ihr das auch seht, wie ernst das ist von meiner Seite aus, dass hier wirklich alles legitim rüberkommt. Ich möchte hier niemanden bevormunden oder sowas, ne? Also ihr seht, die Nummern lügen nicht. Hier rechts die Namen dahinter. Die Nummern, die gezogen werden, werden dann von mir hier explizit natürlich aufgerufen. Ja, wir müssen natürlich erstmal feststellen, wie viele Teilnehmer wir haben.
Stefan Kava, der letzte. 282 Teilnehmer, Freunde. Das ist ja der Burner. So viele Leute, die mitgemacht haben. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr natürlich auch an mich dieses Vertrauen habt und hier an dieser Stelle mit mir mitspielt. Und, ach, ich sehe sogar Nadine, eine Frau. Schön, freut mich immer wieder, Namen zu lesen, weiblicher Natur. Weil ich finde, mit dem Kanal möchte ich auch gerne vielleicht die ein oder andere Frau aufmerksam machen auf das tolle Thema Auto. Wir haben auf jeden Fall 282 Teilnehmer. Das heißt, wir nehmen hier den Zufallsgenerator wieder die Frage, wie viele Teilnehmer sind es? Wir tippen hier ein, 282. Das heißt, es wird jetzt der Zufall generiert zwischen 1 und 282. War doch richtig, oder? Bin ich jetzt gaga? 282, richtig. So, wir werden auf jeden Fall hier an dieser Stelle den Zufall entscheiden lassen, wer diese beiden Produkte gewinnen wird. Aber ich bin so aufgeregt, weil das ist ja auch wieder so ein Moment, wo man selber denkt, boah Gott, werde ich gleich gezogen. Ich kann mir das wirklich, ich kann mich in eure Situation, gerade in eure Lage versetzen. So Freunde, ich werde auf jeden Fall 3 Probezufälle starten und dann werden wieder die ein oder anderen Kommentare kommen von wegen, ah verdammt, da war ich mit bei. Es tut mir wirklich leid, aber ich möchte einfach, um die Legitimität hier an dieser Stelle festzuhalten, einfach 3-mal und das 4. und 5. Mal werden dann die beiden Gewinner sein. Ja. Als allererstes haben wir die Zahl 88. Es tut mir voll leid, wenn du in dieser Liste sein solltest und dich jetzt nun ärgerst. Wir haben dann die 213. Ihr seht, der Sprung ist total willkürlich. Dann haben wir 169, Freunde. So, jetzt geht's los. Wer wird eines der beiden Pakete bekommen? Ich generiere. Und zwar herzlichen Glückwunsch an 160, Freunde. 160 ist in der Excel-Liste. Name. Ich scrolle hoch. Ich scrolle hoch. So. Tobik 1510, Tobik 1510, 1510, hat an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus und vielen Dank nochmal an Debit Power. Das Produkt wird in Kürze bei dir sein. Schreib mir bitte eine E-Mail, Entschuldigung, oder in die Kommentare, dass wir Kontakt aufnehmen und das Produkt somit zu dir nach Hause kommt. Ja, dann geht es nochmal zurück. Ich werde nochmal jetzt die Zahl ziehen von dem Gewinner und ja, sage nochmal herzlichen Glückwunsch, Tobik. Und es geht los. 106, Freunde. 106 liegen im 100er Bereich, die Gewinner. 106. Tadam, tadam. Und der Gewinner ist Markus Brodegger. Markus Brodegger, ich wünsche dir alles Gute mit deinem neuen Kompressor 12 Volt für das Auto. Per Zigarettenanzünder kannst du dieses in Betrieb nehmen. Ja. Ich wünsche beiden Gewinnern natürlich alles, alles Gute und viel Spaß mit dem Produkt. Wie gesagt, es ist verpackt, alles frisch, jungfräulich, noch nie verwendet. Diese beiden Produkte, diese beiden Päckchen werden natürlich in Kürze zu euch gehen. Und ich packe diese Liste nochmal in die Beschreibung unten rein, sodass jeder schauen kann, dass er draufsteht und nicht irgendwo von mir zweckentfremdet wurde bzw. gelöscht wurde. Die Aufnahme habe ich nun gestoppt. Das heißt, diese Geschichte ist durch. Ja, Freunde, es ist natürlich auch so, dass ich gesagt habe, bei 5000 wird es nochmal ein spezielles Gewinnspiel geben. Das wird es auch. Und zwar hatte ich ja gesagt, beim Krüger Chiptuning gibt es einen 500-Euro-Gutschein. Das heißt, ihr könnt euer Fahrzeug ja, in einen Eco-Chip-Modus oder Chip-Tuning oder ein leistungsorientiertes Chip-Tuning ja, begeben, beziehungsweise ihr werdet dann dort diese Chance haben, euer Fahrzeug zu ja, performance-technisch zu toppen. Auf jeden Fall, Freunde, der Gewinner von dem Gewinnspiel, was jetzt in Kürze kommen wird, also wir werden wahrscheinlich die 5000 heute knacken und dann wird das maximal bei 5050 oder so, werde ich auf jeden Fall das Gewinnspiel starten und jeder hat wieder die Chance, es zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall wird es aber auch so sein, dass ich den Gewinner dann empfangen werde bei Krieger. Das heißt, ich werde dort vor Ort sein und ja, wenn du der Gewinner sein solltest, werde ich dich natürlich persönlich empfangen, begrüßen, wie auch immer. Wir werden ein kleines Video drehen und wir werden ja, aufnehmen, wie aufgeregt du bist und ja, wollen schauen, wie deine Erwartungen sein werden und was du dir so vorgestellt hast. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken. Oh, je länger ich rede, desto schlimmer wird's. Ach, richtig blöd, die Erkältung. Ja, ich freue mich, dass ich hier 2 Sachen wieder rauskloppen konnte, auf gut Deutsch gesagt. Und es sind noch weitere tolle Sachen im Petto. Ich bin dabei, das alles zu sortieren. Nur, ich möchte auch nicht jedes Video ein Gewinnspiel machen. Das ist ja auch langweilig. Ihr sollt auch ein bisschen, ja, erwartungsvoll, ja, weiter Videos schauen. Und zwischendurch machen wir auf jeden Fall genug wie Gewinnspiele. Ich habe, wie gesagt, noch viel im Petto. In diesem Sinne, Freunde, euer Mr. Duit. Nehmt's mir nicht übel, dass ich hier so erkältet mit euch, zu euch spreche. Prösterchen. Oh, das müsste eigentlich heißer Tee sein, aber egal.
Ich bedanke mich nochmal vielmals für alle, die teilgenommen haben, und natürlich bedanke ich mich bei euch für die zahlreichen Kommentare, für die Likes und was weiß ich, was ihr alles da rauskloppt. Das ist ja der Wahnsinn, Freunde. In diesem Sinne, euer Mr. Druid. Bis dann.